Weitere Wendung in Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Nun ist der Finsterstern doch allen Ernstes im Körper von Bowser. Und dort drin droht nun alles zu überhitzen, weshalb Bowser sich hin und wieder mal kühlen muss. Mario und Luigi versuchen, den Finsterstern hier wieder aus dem Körper rauszuschaffen, aber naja, das ist halt auch leichter gesagt als getan. Wir müssen ihn erstmal lokalisieren, der befindet sich irgendwo hier in der Luftkammer. Alles eine schwierige Angelegenheit. Und dann auch noch diese verflixten... Wie heißen sie eigentlich? Finster Cheap. Okay, recht einfacher Name eigentlich. Aber die sind brandgefährlich. Ihre Attacken abzuwehren ist echt nicht einfach. Und ich habe da so meine Probleme. Muss das jetzt aber langsam in den Griff kriegen, sonst werde ich voll auf die Schnauze fliegen. Da bin ich mir sicher. Mir ist aber lieber, wenn ich auf die Schnauze der Gegner fliege. Und das war jetzt schon wieder nicht perfekt. Der Blick von Luigi rüber zu Mario. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die sich so seltsam angucken, wenn der eine failt. Ist so ein Blick, der einfach nur aussagt, Bruder, was ist los mit dir? Geil. Du hast es verkackt. Du dämlicher... Naja, okay, wir wollen nicht übertreiben. Ist ja nichts passiert, ist ja nichts passiert. Den Konter habe ich diesmal besser drauf gehabt als beim letzten Mal. Das hat sich schon ausgezahlt. Und die 4 bei Verteidigung wird sich mit Sicherheit bei Mario auch auszahlen. Sein Angriff ist gut, seine Verteidigung muss noch ein bisschen gestützt werden. Nächstes Mal gehen wir wieder auf Angriff, um hier fürs Finale auch hundertprozentig auf die Offensive zu gehen. Aber für den Moment hier ist mit Verteidigung ganz recht. Und wo kommt denn diese fette Feuersbrunst her? Okay, den können wir doch bestimmt löschen, wenn wir wieder Bowser ans Eis hängen, oder? Komm, gönn dir. Ja. Aber wie um alles in der Welt betätige ich jetzt den Schalter da? Ach so, ah, da ist noch ein Knopf. Der macht die Flamme aus, oder was? Nö. Ah, ein Wassertröpfchen. Das reicht allerdings auch schon, um die Flamme zu löschen. Hier drüben geht es sogar noch weiter. Wir gucken mal, was da ist. Ein Speicherblock, alles klar. Ja, Speicherblöcke sind nie verkehrt, ne? Können wir gleich mal aktivieren. Und dann geht es weiter, liebe Freunde. Als ob ich die Flamme nochmal löschen muss. Wirklich? Gut, das müssen wir uns merken. Sobald wir den Screen verlassen, resettet sich alles. Also sollten wir die Rätsel lieber in einem Rutsch lösen und uns dann besser umgucken. Sonst ärgern wir uns hinterher nur unnötig. Dass wir alles doppelt und dreifach machen müssen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht gegen jeden Gegner kämpfen, deswegen, sag ich hier mal nein, danke. Und buddel mich einfach wie der klügste Kopf davon. Hat mir noch nicht so viel gebracht, um ehrlich zu sein. Der Kerl weiß irgendwie, dass ich hier im Boden stecke. Er ist gar nicht so dumm aufgeblasen, wie er aussieht. Okay, kriegen wir es trotzdem hin. Block muss natürlich auch aktiviert werden. Geld wollen wir haben. Schneller. Okay, wobei, wir brauchen das Geld nicht so dringend. Wir haben bereits die perfekte Hose gekauft. Und dabei 40% des Kaufpreises zurückerstattet bekommen. Also da kann nicht mal der Versace Sale mithalten. Das hilft mir jetzt nur bedingt weiter. Was ist das für ein Quatsch? Ja. Und? Also das Ding müssen wir irgendwie noch verschieben. Häng die nochmal ans Eis. Ach so, ah, ja, na klar, ich weiß, wie du es gedacht hast. Wir vereisen das, dann holen wir es da raus. Und jetzt können wir es verschieben. Das ist ja eigentlich ein geniales Rätsel. Das gefällt mir. Wir können es auch erstmal hier rüber schieben. Um da oben dann an den Knopf ranzukommen. Es ist mir zwar ein bisschen viel Hin- und Hergetausche, um ehrlich zu sein. Aber es ist ganz clever gemacht. Mhm. Das war auch nötig. Sonst können wir die Flamme gar nicht löschen. Okay. Also. Wasser. Eis.
jetzt in die andere Richtung schieben. Aber wie gesagt, ist ein cooles Rätsel auf jeden Fall. Und solange man nicht ewig hängt, macht's ja auch Spaß. Übrigens sehe ich gerade, dass der untere Block ja noch gar nicht als aktiviert gilt. Ich dachte, die versteinern nach einer Zeit, wenn man sich nicht alle Münzen holt. So viel dazu. Naja, löschen wir erstmal die Flamme und dann kümmere ich mich drum. So. Ja, jetzt passt's. Und unser Weg geht weiter. Weiß gar nicht, wie viel hier noch auf uns zukommt. Aber hier ist noch ein Speicherblock. Warum sind hier so viele Speicherblöcke? Das macht mir voll Angst. One-Up-Pilz Deluxe. Ist auch nicht so beruhigend. Will der Finsterstern etwa Stress? Naja gut, okay. Zu glauben, er würde freiwillig Bowsers Körper zu verlassen, ist halt auch wieder naiv, ne? Da! Mario Luigi, da ist er! Was ist der da? Zellen? Es sieht aus, als hätte er versucht, Bowsers genetische Informationen zu absorbieren. Okay, noch schlimmer. Selbst der Finsterstern hat in Bowsers Körper Probleme. Da, jetzt ist die Gelegenheit. Wir müssen einen Weg finden, den Finsterstern anzugreifen. Ich würde sagen, voll reinrennen, Hammer zücken und kaputt hauen, oder? Wäre jetzt mein Rambo-Plan. Ach nee, wir zerklatschen den einfach mit dem Eisblock. Das ist doch genial. Wobei, Moment. Drücken wir ihn dann nicht erst recht in die DNA rein? Das ist doch genau das, was er will. Oder? Wo packt er die Muckis auf einmal aus? Und die sehen aus wie Bowsers. WTF? Die hat er schon kopiert. That's crazy. Wo will er hin? Ein kalter Wind fährt mir durchs Globin. Klebeblöcke werden in der Kälte fest. Und wenn sie fest werden, fallen Dinge, die an ihnen kleben, Hämoglobo plötzlich herunter. Der Rote von euch drückt A, um zu fallen, und der Grüne drückt B. Also ist die Kälte gut? Nö. Okay. Aha. Wie eng umschlungen die beiden sind. Oh, was ist das denn für ein Duft? Der Furz des Finstersterns, oder was? Finster Flatulos. Okay. Der war wohl auch beim Schönheitschirurgen, wenn ich so die Lippen von dem angucke. Ja, da ist jetzt nicht die beste Arbeit geleistet worden. Ich finde es zumindest nicht besonders hübsch. Aber ist ja seine Sache. Weiß nur eins. In Bowsers Körper hast du nichts verloren. Was sagst du? Wir auch nicht? Touché. Aber wir arbeiten für Bowser. Das ist hier der Unterschied. Und wir verteidigen ihn. Im Gegensatz zu euch. Ihr wollt ihn von innen heraus zerstören. Das können wir nicht zulassen. Wenn das einer macht, dann nur wir beide. Yeah, volle Power. Boom. Und KO. Zwei Trampoline reichen da auf jeden Fall. Sehr schön. Na dann nichts wie weiter. Scheiß Finsterstern. Oh, Luigi, du bist auch so ein Dödel. Ultranüsse mal zwei. Okay, immerhin.
Jetzt komm mit, Alter. Müssen wir rüber segeln. Und wieder kuscheln. Kuscheln! Halt, warte! Komm zurück, du Honigblock. Irgendwie ist das voll süß. Erstmal rüber, oder? Oder fallen lassen? Ich weiß es nicht. Na gut, fallen lassen. Wir wollen die Blöcke. Wow. Schieb, schieb, Viech. Den skippen wir mal. Wenn's geht. Nein, geht nicht. Dammit. Ja, na klar. Jetzt sind's drei von denen. Okay, gut. Wenn man ihn am Anfang kontert, dann ist es noch recht einfach. Noch diese. Warum kriege ich eigentlich den zweiten Konter bei dieser Attacke nie hin? Es ist jetzt nicht so, als wäre es brutal schwer. Wirklich nicht. Aber ich bin einfach viel zu dumm. Das ist schon belastend. Fresskorb! Wie viel Schaden macht das auf diese Spinne? Warum höre ich mich eigentlich gerade an wie Shy Guy? Voll die Shy Guy-Imitation. Wollte ich gar nicht. Ich will euch killen! Oh nein! Die Druckwelle ist nicht hoch genug. Die Cheep-Cheeps werden nicht mal getroffen. Das gibt's doch nicht! Jetzt muss ich die Teleporter-Tür auspacken, sonst wird's ein Chaos. Aber ich bin nicht besonders gut bei der Attacke, leider. Luigi? Mario? Ja, läuft doch, läuft doch. Ja. Oh nee, komm schon! Yes, es hat sogar gereicht. Für exzellent. Oder war es eins? Ich weiß nicht, aber wir haben die Attacke zumindest mal zu Ende ausgeführt. Das hatten wir noch nie. Leider habe ich dann aber woanders Fehler gemacht. Unnötige Fehler. Aber hey, ich bleibe dabei, es ist immer noch besser so, als wenn ich alles perfekt mache. Weißt du, sonst ist es ja langweilig. Sonst ist es ja langweilig. Muss auch ein paar Sachen geben, die ich nicht drauf habe. Damit es schön spannend bleibt. Aber es war so knapp, Mann. Wir hätten fast mit der Teleportertür alle besiegt. Was durchaus möglich ist. Die Attacke ist mega stark, wenn man sie drauf hat. Genauso wie das Sternenmix, der sehr overpowered ist, aber nur einen Gegner trifft. Oh nee, und diesmal nicht mal ein Erstangriff. Okay, aber er ist alleine, immerhin. Er ist alleine. Zweimal Trampolin, dann ist Ruhe. Okay. Und nächstes Mal mehr Erfahrungspunkte, oder? Der Orden dürfte langsam voll werden. Ja. Was? Ich habe noch den Angriff aktiv oder habe ich das wieder abgeändert? Hä? Habe ich nicht auf Erfahrung gestellt? Was ist denn da los? Also ich kann mich auch irren, aber ich meine, auf doppelte Erfahrung gestellt zu haben. Okay. Seltsam. Naja, ich probier's mal hier mit der Green Shell. Vielleicht brauchen wir gar kein zweites Trampolin. Vielleicht reicht das ja. Jo! Na, das ist doch schön. Aber das wundert mich jetzt schon mit dem Orden. Ich bin mir echt sehr sicher. Königshose? Ist die besser als die perfekte? Nee, oder? Ach, lul. Die haben wir ja sogar schon dreimal.
Ich glaube, das ist die, die bei Louis Vuitton war. Ja, 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 ja. Gut, dann ist das schon mal nix. Ich muss den Moment einfach, um BP aufzufüllen. Yeah. Und weiter geht's, Leute. Unten lauert bestimmt wieder ein Gegner. War ja auf der Gegenseite genauso. Ja, aber den können wir jetzt mal skippen. Na also. Oh, es ärgert mich aber, dass wir die scheiß Erfahrungspunkte jetzt nicht bekommen, die ich dringend haben wollte. Loslassen! Hä, hey, was macht ihr denn? Hä, hey, what? Ich hab A und B gedrückt und auf gar keinen Fall X. Jetzt, loslassen! Hallo! Wieso lässt er denn nicht los? Na, endlich. Also manchmal frage ich mich auch, warum ich mit gewissen Dingen Probleme habe. So, hier gibt's also auch Bohnen. Ist aber das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist. Denke nicht, dass wir das verpasst haben, weil ich schaue eigentlich schon häufig auf die Karte. Das wäre mir aufgefallen. Wir sollten aber mal hier ganz nach unten. Ja, weil das sah auffällig aus. Guck mal, yeah. Außerdem... eine Plattform? Okay, sieht so aus, als wäre hier drüben noch was. Jo. Noch mehr Cash. Aber ich weiß nicht, ob man das Geld überhaupt noch braucht. Es kann sein, dass es noch einen weiteren Ausrüstungsgegenstand gibt, wenn man diese Kampfarena oder diese Minispielgeschichte da löst. Beim Toadmarkt. Aber das interessiert uns nicht. Wolkensocken. Ja, die kenne ich aber auch schon. Die habe ich schon irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob wir sie besitzen, aber gesehen habe ich sie schon mal. Ja, ja, haben wir schon. Genau, das sind die, die Carpi und Bepi wiederherstellen. Ist schon krass, klar. Aber zu OP. Viel zu OP. So, das wär's. Good job, Mario. Nee, Moment, das war's nicht. Was habe ich denn übersehen? Ach, ich sehe schon. Da ist noch so eine kleine Einkerbung. Oder? Nee. Hä? Was? Aber es muss irgendwo noch so einen Knopf geben. Ach, ganz oben links. Was bin ich denn für ein Depp? Da war ich noch gar nicht, ne? Ich dachte gerade, wir wären von dem Honigblock gekommen. Das sind wir ja doch gar nicht. Wir kamen noch von der Röhre. Unaufmerksamkeit. Das ist nicht gut. So, jetzt. Oh, wieder mal peinlich. Jetzt aber her mit euch. Los! Schnell! Fass! Das ist ein Rückweg hier links. Aber den nehmen wir mal. Ja, allein schon wegen des Speicherplatzes. Und was ist das für eine Geschichte hier? Komme ich da überhaupt hoch? Nö. Okay, dann nicht. Speichern! Im nächsten Raum könnte es wieder brenzlig werden. Das Eis haben wir jetzt ja auch etwas längere Zeit nicht mehr gebraucht. Ja, also schon in Ordnung. Wenn es mal wieder nötig wäre. Wollen doch mal sehen. Hm. Ein riesen Honigblock. Das kam unerwartet. Da ist er wieder. Was ist jetzt schon wieder los? Er hat noch mehr von Bowsers genetischen Informationen absorbiert. Los, schnappen wir ihn uns. Oh yeah! Aber das hat beim letzten Mal auch schon nicht funktioniert. Das muss mega wehgetan haben. Aber er kann jetzt Feuer speien. Erst bekommt er die Fäuste, die Bowser hat,
und kann damit auch noch richtig knallhart zuschlagen. Und jetzt kann er auch noch Feuer speien. Dunkles Feuer. Ja, er hat Feuer gespuckt und vorhin hat er Wände zerschlagen. Wie Bowser. Der Fensterstand darf keine weiteren Informationen mehr sammeln. Wir müssen ihn aufhalten. Oh mein Gott. Das wird wirklich richtig dramatisch. Schneller. Und der 50. Speicherblock. Warum sind hier bitte so viele? In keinem Areal gab es jemals so viele. Aber nun gut. Haben wir ja auch keinen Nachteil von. Erstmal hier rüber und dann schauen wir uns diese neuen Synapsen an. Ihr hattet mir schon mal geschrieben, dass es noch stärkere Synapsen gibt. Na super. Das sind sie dann wohl. Let's go! Okidoki. Sind die dann jetzt auch schneller, also so wie früher, oder an sich gleich, nur stärker? Tja, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Und wir erhöhen unseren Angriff, damit wir mit diesen drei Viechern da schnell fertig werden, bevor sie uns einlullen. Gummiball! Die zu stunnen wäre schon nice. What? Die sterben? Also so stark ist die Attacke jetzt auch nicht. Ich meine, ihr seht ja, 100. 100 ist jetzt nicht so mega viel. Ach so, toller Treffer zweimal. Ja gut, Luigi, dann hast du, glaube ich, krass geregelt gerade. Danke dir. Und dann nochmal ein 200er. Luigi hat keine Lust auf Experimente. Der haut die Viecher einfach weg. Aber wir werden die bestimmt noch ein paar Mal treffen. Safe sind wir noch nicht. Das da unten ist eine Hämoglobin-Mutation. Ein Liftoglobin. Anders als wir kann das Liftoglobin nicht sprechen. Im Eisnebel wacht es auf und wird beweglich, friert es ein und springt darauf oder versauert hier. Eine Mutation. Ich glaube, so langsam haben wir alles aus dem Bio-Unterricht hier untergebracht. Genau, genau. Steigt auf das gefrorene Liftoglobin und führt es mit dem Touchpen. Was? Führt den Touchpen in die Richtung, in die ihr euch bewegen wollt. Ist das jetzt wirklich nötig, hier noch so eine Touchsteuerung einzubauen? Oh. Oh Gott. Ja, es ist nötig. Das Liftoglobin folgt dir dann. Ach, es geht auch schräg, immerhin. Mhm. Um das Leptoglobin in der Bewegung anzuhalten, müsst ihr es nur berühren. Das Leptoglobin bewegt sich erst, wenn es ein bestimmtes Gewicht spürt. Eine Person reicht da nicht so ganz aus, außer sie ist verdammt fett. War noch ein Spaß. Wenn ihr auf dem Leptoglobin durch die Luft gleiten wollt, müsst ihr zu zweit sein. Ja, sehr witzig. Das Leptoglobin mag nicht gern allein sein. Wenn ihr euch zu zweit weg von ihm stellt, wird es weinen. Und es geht zurück zum Start. Wenn ihr also das Liftoglobin verliert, kommt hierher zurück für euch. Und dann werdet ihr euch freuen. Laben mich nicht so lange zu. Ich hab's kapiert. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, was ich von halten soll. Vor allem, es bewegt sich überhaupt nicht in die Richtung, die ich zeige. Geh doch noch! Also im 10. Versuch geht's nach links. Alles klar. Auf diese Weise sind natürlich auch noch jede Menge Blöcke versteckt. Panzerstiefel klingt gut für den Angriff. Hätte sich der Adi, glaube ich, auch drüber gefreut. Besiegte Gegner lassen eine zufällig ausgewählte Bohne fallen. Uiuiui. Das machen wir mal, zeitweise. Falls ein Bosskampf ansteht, gehe ich, glaube ich, wieder auf die Angriffsdinger, aber zeitweise ist das sehr, sehr geil. Ich sehe aber jetzt schon, ich werde wieder sehr getriggert sein, weil Touch-Steuerung und ich sehe schon, was auf mich zukommt hier. Muss ich dazu noch was sagen? Ich darf natürlich nicht mit diesem Schleim oder was das da sein soll in Berührung geraten. Da ist auch noch ein Eisblock.
glaube, das ist aber nur eine Abkürzung. Nee, warte mal. Wenn ich jetzt das Eis deaktiviere, dann ist das Ding doch... Bleibt das dann da? Okay, immerhin. Aber wenn ich mich jetzt fortbewege, dann ist es weg, ne? Weil ich meine nur, da vorne ist halt ein Gegner, weißt du? Ach, wir überfliegen den einfach. Hätte zwar schon auch Lust, gegen den zu fighten, geben ja gut Erfahrungspunkte und haben sich jetzt auch schön zerstören lassen von mir vorher. Ich glaube, auch ohne unseren Angriffsboost würden wir relativ einfach mit denen fertig werden. Aber wir dürfen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, sonst wird das bestraft. Hä, wieso gehst du jetzt weg? Ich hab nur an dem Touchscreen rumgemacht. Bowser, was tust du denn da? Bleib doch bitte stehen. Diese Gesichter von dem Ding, ne? Okay, der erste Bereich wäre geschafft. Immerhin. Und hier gibt's Bohnen. Sehe ich auf der Karte. Wir sind Totem-Globine. Wir wachen unbestechlich. Wir lassen nur für würdig Befundene passieren. Wenn ihr passieren wollt, müsst ihr die nahezu unschaffbare Prüfung bestehen. Wollt ihr euch der nahezu unschaffbaren Prüfung stellen? Klar, wieso nicht? Sehr wohl. Gleich erscheinen hier 8 Hämoglobine. Nein, bitte nicht. Nein! Nein! Trefft diese 8 Hämoglobine in der richtigen Reihenfolge. Und zwar innerhalb des Zeitlimits. Ja, das war mir klar. Wenn ihr einen Fehler macht oder die Zeit abgelaufen ist, dann rest in peace. Alles klar? Dann mal los. Aber 2 Minuten ist eigentlich legit. Ja, fahr doch los, du Scheißteil! Was für ein fucking Betrug. Ich glaube, es ging erstmal alles nach rechts. Was tut ihr da, ihr Keks? Ich glaube, jetzt müssen wir rüber, oder? Oder war die 4 oben? Beweg dich doch! Bin mir leider nicht sicher, wie 4 war. Okay, sie ist hier. Komm, go, 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 go! Wir haben die Hälfte. Aber halt auch brutal viel Zeit verloren. Mann, das macht nicht, was ich sage! Es tut sich nichts! Das darf doch einfach nicht wahr sein! Es tut sich nichts! Dieser Quatsch ist, wenn, dann nur unschaffbar, weil das absolut furchtbar programmiert ist. Beweg dich! Los, hoch, hoch, hoch. Da war die 7. Irgendwo. Natürlich reicht das jetzt nicht. Oder? Doch. Ja, ganz ruhig bleiben. Beweg dich, du Scheißteil. Geschafft. Ihr habt unsere nahezu unschaffbare Prüfung gemeistert. Wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Trigger Level 9 von 10. Also, hier mal die Frage an euch. Hattet ihr auch so Steuerungsprobleme? Oder ist mein 3DS wirklich in irgendeiner Weise schrottreif? Ich weiß ja nicht. Weiß nur eins. Pause ist angesagt. Wenn es gefallen hat, Like da lassen. Und das nächste Mal gucken wir, welche tollen Prüfungen noch so auf uns warten.